Der WSV ist zu Gast an einer sehr traditionsbehafteten Stätte hier am Uhlenkrug. 92 Jahre alt, dieses Stadion des ETW Schwarz-Weiß Essen. Der WSV hat letzte Woche einen Punkt gut gemacht auf den Tabellenführer Krefeld Fischeln und heute auswärts bei ETW Schwarz-Weiß Essen. 13. Spieltag der Oberliga Niederrhein und hier sind die Highlights von WSV TV. Niklas Leven, 1:0 Auswärtssieg. Ich würde sagen, die Mannschaft sieht richtig erleichtert aus jetzt. Ja, war ein erwartet schweres Spiel. Haben die 3 Punkte mitgenommen, das war unser Ziel. Ja, muss man sich den Mund abwischen. Nächste Woche geht es weiter, haben einiges aufzuarbeiten. War jetzt nicht die spielerische Glanzleistung, aber war in Ordnung soweit. Warum war die zweite Halbzeit nicht ganz so gut bei uns? Ja, ich denke mal, wir haben am Anfang den Essenern zu viel Raum gelassen. Die hatten zu viele Spielanteile. Ja, und wenn es dann 1:0 steht, so ein knappes Ding, ja, dann kommt man auch schwer wieder rein. War auch ein Déjà-vu, auch im April dieses Jahr auch 1:0 geführt, seit der ersten Minute auch das Ding über die Zeit gebracht, aber Arbeitssieg und Mund abwischen und dann beschäftigt man sich nicht so viel damit, oder? Ja, stimmt, war auch wieder ein 1:0, wieder dreckig. Ich denke mal, ein bisschen besser haben wir es gemacht als letztes Jahr, aber war spielerisch noch nicht das Beste, wie gesagt, aber wir haben gekämpft. Bis zum Schluss, zur letzten Minute. Und jetzt haben wir die 3 Punkte mitgenommen, das ist echt mal das Wichtigste. Es gab auch eine Choreo heute von den Fans. Wie war die Stimmung heute am Uhlenkrug? Ja, die Fans waren wieder mal Weltklasse. In der Liga, na, normal ist das Zweitligareif, was die Fans hier machen. Das war wieder ganz stark. Choreo, Stimmung, es pusht ein. Und gerade in so einem Spiel, wo es mal nicht so läuft, spielerisch, kommt man über den Kampf, die Fans im Rücken. Es war super. Ja. Dann sehen wir uns nächsten Sonntag gegen Rating. Ja, genau. Niklas Leven, vielen Dank. Danke, ciao. Kevin Weggen, 1:0 gewonnen am Uhlenkrug. Es war so ein bisschen wie im April dieses Jahr, auch 1:0 geführt, auch über die Zeit gebracht. Warum war es heute so schwierig, was würdest du sagen? Ja, ich glaube, dass wir im Spielaufbau viele
Fehler hatten. Wir haben versucht, mit langen Bällen zu spielen, haben dann auch manchmal vorne den Ball nicht halten können, sind auch nicht richtig nachgerückt. Und ja gut, dass das Tor dann durch eine Standardsituation fällt. Ich denke mal, das ist in der Oberliga üblich, dass man dann auch mal so ein Dreckspiel durch eine Standardsituation gewinnt. Ja. Würdest du sagen, das sind Spiele, die wir letztes Jahr noch verloren hätten oder nicht gewonnen hätten möglicherweise? Ja, ich glaube, letztes Jahr wäre es dann so gewesen, dass in den letzten Minuten noch ein Ball hinten reingerutscht wäre und dann gehst du halt nur mit einem Unentschieden vom Platz. Dieses Jahr ist es so, dass wir das Ding gewinnen und jetzt müssen wir weiterschauen. In der 90. auch die Aktion mit Mann und Maus nochmal verteidigt bei der Freistoßsituation am 16er. Nächste Woche geht es gegen Ratingen. Was hat man sich da vorgenommen für nächsten Sonntag? Ja, ich denke mal, dass die Ratinger heiß sein werden, aufgrund auch, dass der Peter da der Trainer ist. Und ich denke mal, dass wir natürlich voll dagegen halten müssen. Auf jeden Fall noch zwei, drei Stückchen oben drauf packen müssen. Und dann versuchen wir natürlich wieder als Sieger vom Platz zu gehen. Waren auch wichtige drei Punkte heute für uns. Vielen Dank, Kevin Wecken. Gerne. Dennis Schmidt, 1-0 gewonnen heute und du aus einer anderen Perspektive, du warst gerade da vorne im Block. Wie war das für dich von der Stimmung her, einmal im Block zu sein während des Spiels? Ja, super. Also wir haben uns so ein bisschen rausgehalten erstmal, wir standen ein bisschen an der Seite, aber es hat nicht lange gedauert, dann kamen schon ein paar Jungs, haben uns dann in die Mitte reingestellt und ja, es war Wahnsinn. Also die Choreo von unten mal zu sehen, also nicht auf dem Platz, also ich weiß noch nicht, was drauf stand, war super. Also die Stimmung war 90 Minuten lang durchsingen und ja, ich glaube, jetzt weiß ich, erst recht, dass die Mannschaft sowas braucht, dieses Anpeitschen nach vorne. Hast du auch mitgesungen und auch mit Anweisungen gegeben, so Sachen gerufen? Anweisungen nicht, also was ich gerufen habe manchmal, sage ich jetzt besser nicht. Aber ich habe ein bisschen mitgesungen, ganz klar, also war cool. Nächste Woche bist du wieder dabei gegen Ratingen nach der Gelbsperre. Was hast du dir vorgenommen? Ja, Spitzenreiter zu werden. Also wir wollen gewinnen. Wie haben wir heute gesehen, ist uns eigentlich egal. Wir wollen drei Punkte haben und wir wollen weiter marschieren. Das waren vor allem auch sehr wichtige Punkte in der Konkurrenz. Dankeschön, Dennis Schmidt. Bitte. Ciao. Jetzt macht der Tipp.